Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute am Samstag bei sonnigem Wetter am Helsinki Flughafen für euch eine frisch gepresste Folge. Heute etwas früher als sonst, aber Themen sind nicht weniger frisch als sonst. Wir haben als erstes Thema natürlich nochmal in Japan Airlines. Was bedeutet der Absturz für Japan Airlines, für die Bilanz? Dann haben wir schlechte Neuigkeiten, 737 MAX 9, sorry, 777. Falsch. Da gibt es eine Notausgangstür, die rausgeplöppt ist im Flug. Keiner verletzt, nur als Spoiler. Wir haben dann Herz Autovermietung. Die haben ein Problem mit ihrem, ja, mit ihrem Fuhrpark. Sie wissen nicht immer wirklich, wo die Autos sind. Und jetzt haben Leute, die aus ungerechtfertigten Gründen verhaftet worden sind, weil sie Mietwagen unterschlagen haben oder Rechnung nicht bezahlt haben, die Firma Herz verklagt, und es werden immer mehr. Wir haben dann nochmal ein Thema, wir hatten viele Beratungen zum Thema HornCircle und wie es weitergeht mit dem neuen Punktesystem. Welche Flüge gibt es überhaupt in der First Class noch, haben wir auch angeschaut. Da gibt es eine kleine Info für euch, damit ihr wisst, welche First Class Flüge bei der Lufthansa noch gebucht werden können. Dann haben wir noch als letztes Thema, weil das auch nicht angezeigt wird. Meine lebenslangen Punkte werden nicht angezeigt für meinen Lifetime FTL oder Lifetime Senator. Da muss ich jetzt mal bei der Lufthansa sagen, na, 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 na. Aber es soll bald freigeschaltet werden. Auch da werden wir drauf eingehen. Ihr könnt jetzt natürlich wie immer am heiligen Samstag, dem Tag vor dem heiligen Sonntag, den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen, kommentieren. Und ich werde versprechen, dass ich nach der Aufnahme dieser Sendung, während dieser Sendung hochlädt, uploadet, die Fragen und die Kommentare von euch von gestern beantwortet. Und das sind ja auch einige gewesen. 7 oder 8 Stück habe ich gelesen. Danke dafür. Kanalmitgliedschaft. Erstes Thema 306 Japan Airlines. Nach dem bisherigen Stand der Dinge ist es halt wirklich so, dass die Maschine der Küstenwache, die ATR, leider ohne Startfreigabe auf die Landebahn oder Landebahnfreigabe auf die Landebahn gerollt ist und es damit zu dem schrecklichen Unfall kam. Das Flugzeug A350 von Japan Airlines, was ja auch in Mitleidenschaft gezogen worden ist von der Küstenwache, das ist natürlich auch nicht schön. Ich hoffe, ihr habt die Bilder gesehen. Also ganz, ganz schlimm, was da nur noch von übrig ist, genau wie bei der 350. Belastet aber Japan Airlines. Und zwar ist es so, dass die Maschine eine relativ neue Maschine war. Ich weiß jetzt nicht, ob sie verleased war, aber es ist auf jeden Fall so, dass das Flugzeug vollständig ausgebrannt ist. Und das heißt, dass dieses Flugzeug damit dann nicht mehr zur Verfügung steht und damit auch die Bilanz von Japan Airlines, ja, die Bilanz der Geschäftszahlen natürlich negativ beeinflusst. Und die Zahl sind 15 Milliarden Yen. Das klingt im ersten Moment viel, sind aber, Gott sei Dank, wenn man es umrechnet, nur 95 Millionen Euro. Immer noch viel Geld, aber die Fluggesellschaft hat ihre Aktionäre damit informiert und die Versicherungsleistung über 130 Millionen US-Dollar für den Verlust ihrer A350 ist schon einkalkuliert. Das heißt also, dass diese Geschichte natürlich relativ hohe Kosten bringt für Japan Airlines und die da natürlich mit zu kämpfen haben. Gestern hatte ich ja auch berichtet, dass dort die Tickets flexibel werden. Bis Ende des Monats muss das alles gemacht werden und bis Ende März, glaube ich, kann man umbuchen, frei umbuchen, sogar Geld zurückbekommen. Also alles sehr kulant, wie das gehandhabt wird.
finde ich interessant, dass da halt Kosten auch noch bei der Fluggesellschaft hängen bleiben. Ich persönlich dachte immer, dass es wirklich alles versichert ist, aber anscheinend ist dem nicht so. 130 Millionen, glaube ich, bezahlt gerade mal so das Flugzeug. Aber hier könnt ihr gerne mal kommentieren, was ihr davon haltet. Wir haben heute dann auch nochmal eine Mitteilung von Alaska Airlines bzw. von Online-Portalen gesehen, dass Alaska Airlines bei einem Flug mit der 737-9 MAX, und zwar ist der Flug gestartet, wo war das nochmal, und zwar ist das vor Portland gewesen, das heißt also, dass man von Portland in Oregon gestartet ist. Und der Flug sollte nach Ontario gehen. Der Flughafen Ontario ist in Los Angeles Area, ist ein bisschen östlich von Los Angeles. Und kurz nach dem Start, die Passagiere, 171 Stück an Bord, bekommen einen Schreck. Und ihr werdet jetzt die Bilder sehen. Das ist der Hammer hier. Da seht ihr, so sah die Maschine nach der Landung aus. Da fehlt die Tür. Einfach komplett rausgerissen. So sieht es von innen aus. Samt Verkleidung ist die Bude raus. Und dann nochmal von einem anderen Winkel. Also es ist schon relativ krass, was da passiert ist. Und zwar ist es so gewesen, dass auf dem Flug eine Decompression stattgefunden hat. Das heißt also, dass die Druckkabine, die dort ist, mit einem Knall, weil die Tür weg ist, den Druck verloren hat. Und das ist natürlich relativ uncool, vor allem auch, weil die Notausgangstüre weg war. Gott sei Dank hat an dieser Tür keiner gesessen. Auf dem Mittelsitz hat jemand gesessen, der ist nicht nur mit dem Schreck davon gekommen, sondern hat sich auch verletzt durch den plötzlichen Druckabfall. Ich schätze mal, was mit den Ohren, irgendwas, ich kann es euch nicht sagen. Vielleicht auch ein umherfliegendes Trümmerteil, wurde leider nicht spezifiziert. Ist ein Jugendlicher und Gott sei Dank keine schwer Verletzten. Ich möchte nicht ausdenken, wenn da was passiert wäre, wenn da jemand gesessen wäre, der rausgegangen wäre. Oder der nicht angeschnallt gewesen wäre. Ne? Also das heißt, das Anschnallen da auch Leben gerettet hat. Die Maschine brach in 15.000 Fuß den Steigflug ab. Das Flugzeug relativ neu wurde am 31. Oktober ausgeliefert. Und ja, das ist dann schon eine krasse Nummer. Also es gab halt wirklich nur einen lauten Knall. Alaska Airlines hat reagiert und hat alle ihre Maschinen, und zwar 65 Stück, Boeing MAX 9 auf dem Boden. Die fliegen nicht mehr. Das hat natürlich auch zur Folge, dass viele Flüge nicht stattfinden können. In einer Zeit, wo Leute vielleicht noch übers Wochenende wegfliegen wollten, nach Hause wollen, wieder auch von Weihnachtsfeiern kommen. Und das ist natürlich so, dass jetzt die Flugzeuge alle kontrolliert werden. Interessant ist, dass der Air Current, das ist eine Publikation, die sich dazu auseinandersetzt hat, hat gesagt, dass dieses Flugzeug schon am 4. Januar Probleme hatte mit der Pressurization, also mit dem Kabinendruck, und deshalb auch ihren ETOPS reduziert bekommen hat. Also das heißt, die zeigt, wie man über Wasser fliegen darf, um bis zum nächsten Flughafen zu landen. ETOPS ist eine Engine Twin Operations Procedure, wenn ich das, glaube ich, richtig habe. Scherzhaft wird das immer genannt, Engine Starts or Passenger Swims. Und das ist halt so, dass man dort schon Probleme hatte. Und ich bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Und ich hoffe nicht, dass das jetzt ein Fehler ist, der sich durch die MAX 9er durchzieht, sondern wirklich nur ein individueller Einzelfall ist, wo es aufgrund eines Fehlers in einem Teil, der nur in der Maschine ist, fehlerhaft ist. Ich bin da mal gespannt, was da passiert. Einer hatte auch unter einem Beitrag geschrieben, dass das die zweite Maschine sei aus der MAX-Serie, die dieses Problem hat. Kann ich jetzt nicht verifizieren. Ich sage es einfach nur dazu, mit Vorsicht zu genießen. Oder wie man im Englischen sagt, with a grain of salt. Wir haben dann als nächstes Thema Hertz. Und Hertz ist eine Mietwagenfirma. Ich mochte sie vor vielen Jahrzehnten mal, vor 10 Jahren, President Circle und so weiter, bei Hertz immer noch. Und bei Hertz ist das so, dass man Mietwagen mieten kann, aber die haben ein Problem. Die haben ein Problem, wenn es darum geht, dass man Mietwagen, das Inventory, was man hat, also die Wagen, die man zur Verfügung hat, zu vermieten,
irgendwie da ihre Fühler dran zu halten, zu wissen, wo jeder Wagen ist. Und das ist ja essentiell, wenn man eine Mietwagenvertretung ist, dass man weiß, wo die eigenen Buden sind. Also, dass man da dann durchaus auch gucken kann, was da passiert. Und was dann passiert ist, wenn zum Beispiel ein Auto nicht bezahlt wird oder ein Auto nicht zurückgegeben wird, dann wird klassisch einfach der Fahrer, der das angemietet hat, zur Fahndung ausgeschrieben. Ja. In den USA ist das dann sehr unangenehm, wenn man in eine Verkehrskontrolle kommt und dann wird man erstmal in den Knast genommen. Das ist in Deutschland wahrscheinlich genauso, ich habe da keine Erfahrung mit. Und da ist es so, dass diese Autos dann als gestohlen gemeldet worden sind. Und wenn man dann das Auto, obwohl man es bezahlt hat, obwohl man es legal verlängert hat, obwohl man die Dokumentation an Bord hat, obwohl man das alles zeigen konnte, geht es in den Knast. Und jetzt ist es so, dass es schon über die letzten Jahre so war, dass Hertz da richtig Probleme hat. Und man hat ja auch mit Hunderten von Kunden für 168 Millionen Dollar sich geeinigt, das zu lösen. Aber ist, dass dieses Problem doch größer ist als gedacht. Und einige dieser Kunden haben jetzt natürlich einen Court Case gemacht und wollen Hertz verklagen, weil das natürlich eine Praxis ist, die problematisch ist. Das heißt also, warum ist es so schwierig für Hertz zu wissen, wo sind die Karren? Was ist das Problem? Oder ist das irgendwie, sind die Autos irgendwo versteckt geparkt? Sind die irgendwo Mitarbeiter, die irgendeinen Schmuh machen? Ich weiß es ehrlicherweise nicht. Das kann ja nicht so schwer sein. Im Englischen sagt man ja auch, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Und das ist es ja auch in dem Fall nicht. Also die sollten das ja irgendwie wissen, wo die Buden sind. Sixt schafft das ja auch. Oder auch Avis, die haben das Problem nicht. Und da dann Kunden, die bezahlt haben, zu beschuldigen nach Straftat, das halte ich für äußerst schwierig. Und das ist lustig. Also Enterprise hat das ja auch schon mal geschafft. Die haben eine 67-jährige alte Dame des Diebstahls bezichtigt, obwohl sie einen aktiven Mietvertrag hatte. Oder in 2019 ist es so, dass man da ja auch schon Riesenprobleme hatte. Und das ist auch nicht cool ausgegangen für Leute, die dann halt wirklich in den Knast gegangen sind. Ich finde es halt relativ normal, dass wenn Autos geklaut werden, dass die Leute, die klauen, dann auch in den Knast kommen oder aber auch, dass ihre Autos als geklaut gemeldet werden. Aber man sollte schon wissen, ob das Auto gestohlen ist oder nicht. Und ich finde das eher äußerst befremdlich, dass dieses immer noch passiert bei Hertz, dass die dieses Problem nicht im Griff haben. Und hier haben wir zum Thema Hertz die Frage des Tages. Wart ihr euch bewusst, dass es bei Hertz dieses Problem gibt? Und vor allem, mietet ihr bei Hertz? Also ich weiß nicht, ich weiß, dass es das gibt. Wenn ihr geschaut habt, wisst ihr auch, dass es das gibt. Ich persönlich meide Hertz. Also ich hatte bei Hertz Angebote gesehen, die für mich in Dallas oder auch in anderen Städten, auch München, teilweise billiger sind, aber ich gehe zu Sixt, weil ich habe keinen Stress, habe keine Probleme, dass ich da irgendwie mit irgendjemandem ins Gehege komme, weil Sixt alles im Griff hat. Deshalb bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt, was eure Meinung dazu ist und ich freue mich, eure Antworten zu lesen. Das heißt also, ob ihr davon wisst, dass Herz das Problem hat und wenn ihr es wisst, meidet ihr Herz. Da bin ich mal wirklich aufgeregt, was er schreibt. Ne? Gucken wir mal. Ne? 13:46, die Zeit vergeht und das ist die Zeit für Lufthansa First Class. Und da können wir noch mal gucken, welche First Class Ziele es gibt. Und das Produkt bei Lufthansa, ich finde es jetzt gar nicht so schlecht, wie die Leute das immer machen. Das Bodenprodukt ist sensationell, in der Luft ist es bla bla. Okay, ob Allegris jetzt toll wird. Lass es mal dahingestellt. First Class Fliegen ist schon ein Privileg. Und lass uns mal dann gucken, was es ab München gibt mit 380er, weil 380er Fliegen ist schon das Geiste. Und da sind im Moment die Ziele Bangkok bis Ende März und Los Angeles. Richtig schön. Dann Delhi ab 31. März. Dann gibt es Boston auch ab 31. März, genau wie New York, JFK. Ja. Und Washington wird angeflogen. Es gibt aber auch noch 340-600er Operations ab München mit der First Class. Das sind natürlich Boston, aber achtet darauf, dass auch im Sommer dann irgendwann der 380er kommt. Das heißt also, es wird eine 380er-Strecke.
Kurz, aber immerhin. Dann Miami, das ist eine saisonale Strecke, die endet am 7. April, wenn der Flugplan endet. Dann gibt es weiter mit JFK im Moment. Aber da haben wir ja gehört, dass der 380er kommt, auch ab Flugplanwechsel. Mumbai, also Bombay, 8. April nur im Flugplan und ab 31. März Washington, auch 340-600. Der fliegt ja nicht nur ab München, sondern er fliegt ja auch ab Frankfurt, der 340-600er. Und da gibt es im Moment bis Ende März Bogota, Chicago, Hongkong, New York sollen weitergeführt werden. Dann werden zurzeit Peking und Boston ab 31. März für eine kurze Zeit eingeführt, so eine temporäre Geschichte, mal gucken. Delhi ab 1. August, Seattle ab 1. Juli und ab 31. März gibt es Shanghai und auch Washington mit dem 340-600. Und jetzt sagt ihr, haben die nicht noch 19-747-8er? Richtig. Da gibt es Buenos Aires, Chicago, Johannesburg, Los Angeles, Mexiko-Stadt, Miami, Newark, San Francisco, Sao Paulo, Washington, wird aber auch 340-600 dann. Irgendwie ab Sommerflugplan. Tokio, Singapur, aber auch Shanghai wird auch 340-600. Ab dem Plan habt ihr ja auch gehört. Und dann gibt es noch eine Strecke Seoul-Incheon ab 31. März. Seoul ist auch eine geile Geschichte. Da bin ich gespannt. Da bin ich mal immer wieder interessiert, was ihr von der First Class haltet, wie eure Erfahrungen sind. Und natürlich auch, es kann kurzfristig zur Änderung kommen. Ne? Also nur, dass ihr es wisst, 380 ab München, leider ab Frankfurt noch nicht. Dann haben wir das Thema auch geklärt. Also für alle, die Don't Circle und die maximalen Meilen erfliegen wollen, können da ja gucken, was die First Class fliegen. Ihr könnt natürlich auch bei der Swiss gucken. Da gibt es ja auch noch First Class. Vielleicht sollte ich das auch noch mal etwas ausbauen. Aber da gibt es ja auf jedem Flieger eine First Class. Da ist es ein bisschen langweilig, sich die Strecken anzugucken. Wir haben jetzt als letztes Thema, haben wir Lufthansa Miles & More und da gibt es bei den Umstellungen noch so ein bisschen Wehwehchen, aber die Umstellung hat relativ cool geklappt, alles hat relativ reibungslos geklappt, auch vor Dienstag war es fertig, also vor 18 Uhr, ich weiß nicht, ob ihr Probleme hattet, da hilft in meisten Fällen entweder eine Neuinstallation der App oder ein Refresh, dass ihr das macht oder Neustart des Handys, also diese klassischen Dinge, die man macht. Aber die Lifetime-Meilen werden noch nicht angezeigt. Und zwar die Lifetime-Meilen sind ja ein Derivat aus den Statuspunkten. Und man kann ja sagen, 5000 Punkte sind ein Statuspunkt, 3 Statuspunkte waren FTL, 4 sind Senator-Lifetime. Heißt also, wenn man es umgerechnet, im neuen System sind das 30.000 Lifetime-Punkte, sind Frequent-Traveler, 40.000 sind Lifetime-Senator. Und das Ganze muss umgerechnet werden. Jetzt fragt ihr euch, wie ist das passiert? Und zwar einmal gibt es ja pro Tag, den man FTL ist, einen Punkt. Pro Tag, den man Senator ist, 2 Punkte und 3 Punkte pro Tag, den man Hon Circle ist. Und diese Punkte werden umgerechnet. Den Faktor für die Umrechnung ist so im Verhältnis 1:2. Heißt also, wer also 2 Sterne hat, hat rein theoretisch 10.000 paar kaputte Punkte. Lasst uns einfach 10.000 sagen. Und das sind dann 20.000 Qualifying Lifetime Points. Nur so als aus Hausnummer, damit ihr da wisst, wie viele es dort gibt. Heißt also, wenn ihr wissen wollt, wie viel es ist, ihr könnt anrufen. Oder wenn ihr wartet bis Mitte Januar, dann sollte das in der App angezeigt werden oder auf der Webseite zumindest. Und das Problem gelöst sein. Da wird wahrscheinlich jetzt noch einiges rumgerödelt. Ihr solltet es aber auch kontrollieren, damit ihr da nicht irgendwie eine falsche Zahl drin habt. Das sollte dann geändert werden. Wir wissen ja leider von Marriott, als von Starwood die gekommen sind, die haben ja Jahre gebraucht, um die Nächte richtig zu erfassen. Bei mir fehlen auch noch irgendwie 100 irgendwas Nächte. Ich weiß nicht, ist mir egal. Ich habe meinen Lifetime Titanium, das ist mir egal. Aber gerade wenn es darum geht, dass man den Lifetime-Status nicht hat, und dafür die Nächte braucht, außer fürs Ego vielleicht, dann sollte man da wirklich schauen und Gas geben. Also, auf der Webseite ersichtlich ist es so, was man für die Statusqualifikation braucht, aber halt noch nicht die Lifetime-Punkte. Könnt unten gerne kommentieren, denkt nochmal an die Frage des Tages mit Herz, ob ihr wisst, dass Herz dort dieses Problem hat und ob ihr da auch schon mal Probleme mit Herz hattet, das interessiert mich. Oder aber auch wichtig ist, meidet ihr Herz als Firma. So.
Jetzt haben wir die Firma, ich fast gesagt, haben wir den Samstagsausgabe-Edition Nummer 7 sind wir ja schon, weil wir ja schon zwei Sendungen im ersten hatten. Das sind das geile zwei Sendungen. Wir schaffen die jetzt ja 365. Gemacht. Da ist es so, dass wir jetzt einfach Tschüss sagen. Ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch ganz, ganz wichtig, unten zu kommentieren. Und ich gebe euch jetzt mal schön wieder den Abspann. Kanalmitgliedschaft macht da. Also bis morgen wieder in Alter und Frische beim Sonntag. Mal schauen, was wir dort für Themen für euch haben. Also bis Sonntag. Ciao, ciao. Viel Spaß. Thank you.